Hier spricht wieder Ostra. Es geht weiter mit Dragon Age Origins und wir suchen nicht unsere Leute. Die sind auch nett, klar, keine Frage, aber wir suchen andere Leute. Hallo. Braucht ihr etwas? Mein Sohn oder ich gönne euch, ich bin mir so. So, gibt's irgendwas Neues, was du mir verkaufen kannst? Nice, mein Freund, nice. Ich nehme alles. Ich nehme jeden Verband. Ich nehme alle Verbände. Das ist schon mal wichtig. Ich könnte noch mal Flaschen gebrauchen. Ich nehme mal so 30 mit. Eventuell kann ich ja noch Sachen bauen. Er hat aber natürlich alles hier, aber. Aber nichts Neues. Deswegen verkaufe ich mal eben Kleinigkeiten und nehme mir den Helm hier weg und irgendwelche Lederstiefel und irgendwelche Stiefel der Legion und irgendwelche Schuppen, Rüstungsdinger. Und wir nehmen uns das Buch der Methodik mit. Das werde ich nämlich selber lesen. Denn umso mehr ich weiß, umso mehr kann mich die blöde Verderbnis mal. Benutzen wir das mal. Oben. Aufgestiegen. Zack. Und zack. Und jetzt dürfen wir wieder hier einen Punkt setzen. Das ist nämlich wichtig, denn so können wir in die Motivation rein. Der Champion inspiriert seine Verbündeten dazu, mit neuem Elan anzugreifen. Das Talent Kräfte sammeln erhöht jetzt neben dem Verteidigungsbonus auch den Angriff. Das ist nämlich auch schön. Und ich denke mal, das ist auch eine gute Sache. Und dann machen wir das so. Zack. Stem, Pummelfee. Was ist hier in der hinten in der Bibliothek? Da muss ich auch nicht hin. Hier gehe ich in den zweiten Stock. Mit dem brauche ich nicht mehr reden. Gucken wir mal, was oben ist. Und meine Leute sollen sich auch gut ausruhen, bevor es dann in die letzte Schlacht geht. So. Und auch wieder mal ab hier ist vieles blind, denn ich habe immer nur gespielt bis zum Landting. Falls das jemand wissen möchte. Morrigan, ganz alleine am Feuer. Hallo. Es werden also Hochzeitsglocken läuten. Habe ich das richtig gehört? Hä? Und genau darüber wollte ich mit euch sprechen. Ach ja? Gut, reden wir. Mich würde nur interessieren, was eure künftige Braut wohl für eine Meinung hat. Über mich. Über uns. Sie muss nichts von uns erfahren. Sie würde es wohl kaum gutheißen. Es kann nicht länger an uns geben. Sie muss nichts von uns erfahren. Ich glaube, glaubt ihr, ich sollte es ihr sagen? Ich werde ja keinen heiraten. Warum auch? Das ist ja wieder... Ich habe doch jetzt Alistair. Ich brauche keinen mehr heiraten. So ist es doch, oder? Oder meint sie über Liliana? Glaubt ihr, ich sollte es ihr sagen? Sagt ihr, was ihr für richtig haltet. Ich würde mich deshalb nicht sorgen. Vieles regelt sich ohnehin von selbst. Reden wir ein andermal darüber. Okay, ich stell das jetzt klar. Moment. Ja, bevor es ja zum Quest geht, da renne ich nochmal runter. Da mache ich mit der anderen Freundin Schluss, denn die ist ja ein bisschen passiv gewesen. Die hat mich ja nicht so rangelassen, wie ich das gerne hätte. Was? Nein, nein. Sowas würde ich nicht sagen. Nein. Aber ich denke mal, ich habe schon viele Küsschen abgezogen in diesem Spiel und Liliana, außer Küssen war nicht viel drin, also hallo. Ich habe von euch und der Königin gehört. Ist es... Es geht echt um die... Liebt ihr sie? Nein, sie ist schrecklich herrisch. Nein, ich liebe euch, bumm. Aber wohl nicht genug, wie es scheint. Zwischen uns muss sich deshalb gar nichts ändern. Es ändert alles. Ich respektiere sie zu sehr als Königin wie auch als Frau, als dass ich zuließe, dass unsere Beziehung alles zerstört. Wenn ihr sie heiraten müsst, dann tut das und gehört ganz ihr. Bäh! Ach, ja, das ist ja gegen elf, what? Na gut, das schadet ihr jetzt nicht. Aber ich mag ja nur. Die war schon mal besser, auf mich zu sprechen. Und dabei habe ich noch so viele Geschenke für die Leute. Na gut, also es ging nicht um zwischen den beiden, da habe ich mich jetzt selber in die Scheiße geritten. Ich dachte, es geht um, ihr wisst schon, um Liliana oder Morrigan. Aber, naja, jetzt haben wir den Salat, jetzt haben wir es gefressen. Hallo, Alistair. Da seid ihr ja. Mal sehen, was... Ja,
Dann gehen wir, deswegen gehen wir jetzt auf der Reit. Gut. Ihr seid noch nicht lange bei den Grauen Wächtern und wisst vielleicht noch nicht, wie ein Erzdämon zu Fall gebracht wird. Ich muss es wissen, falls es so ist. Ihr meint, dafür bedarf es mehr als, sagen wir, ihn zu enthaupten? Es ist also wahr. Duncan hatte es euch noch nicht gesagt. Ich hatte angenommen, habt ihr euch jemals gefragt, warum die Grauen Wächter gebraucht werden, um die Dunkle Brut zu besiegen? Ich nehme an, das hat mit der Verderbnis in uns zu tun. Genau so ist es. Okay. Der Erzdämon kann wie jedes andere Wesen der Dunklen Brut erschlagen werden. Aber nur ein grauer Wächter kann ihm den Todesstoß versetzen. Ist irgendwie Verrat oder was? Andernfalls geht die Essenz der Bestie auf ein anderes Wesen der Brut über und wird in dessen Leib wiedergeboren. Der Drache ist also unsterblich. Wird der Erzdämon aber von einem grauen Wächter getötet, geht seine Essenz auf eben diesen Wächter über. Was geschieht da mit ihm? Anders als die Wesen der Dunklen Brut sind graue Wächter keine seelenlosen Hüllen. Die Essenz des Erzdämons wird vernichtet. Und leider auch der graue Wächter. Das heißt, der graue Wächter, der den Erzdämon tötet, stirbt? Ja, mit dem Erzdämon endet auch die Verderbnis. Das ist der einzige Weg. Es ist also an uns, den Dämonen zu töten. Gibt es keinen anderen Weg? Muss der graue Wächter wirklich sterben? Soweit wir wissen, springt die dämonische Essenz automatisch über. Wenn also keiner von uns die Bestie erschlägt, war alles umsonst. Es gibt keinen anderen Weg, so leid es mir tut. Warum ist das ein Geheimnis? Wieso wissen das nicht alle? Wir halten es aus demselben Grund geheim wie das Beitrittsritual. Wer würde freiwillig ein grauer Wächter werden, wenn er wüsste, was ihn erwartet? Aber es muss graue Wächter geben. Ohne uns gäbe es keine Hoffnung. Ich denke nicht daran, mein Leben zu opfern. Dann werde ich ihm eben den Todesstoß versetzen. Wirklich, Also es liegt an uns, den Dämonen zu töten. In der Vergangenheit bestimmte stets der Älteste der grauen Wächter, wer den tödlichen Schwertstreich führen durfte. Hupsa. Wenn es irgendwie geht, werde ich dem Dämon den Todesstoß versetzen. Ich bin der Älteste und kann der Verderbtheit nicht mehr lange trotzen. Aber falls ich scheitere, fällt die Tat euch zu. Wenn wir der Verderbnis nicht jetzt Einhalt gebieten, wird Ferelden untergehen, bevor sich die grauen Wächter neu sammeln können. Vergiss das nicht. Aber Schluss damit. Okay. Morgen ist ein wichtiger Tag und die Nacht ist kurz. Kehrt jetzt besser in eure Gemächer zurück. Ich melde mich bei euch, sobald die Armee marschbereit ist. Bald hat das alles ein Ende. So oder so. So ist es, mein Freund. So ist es. Na gut. Ein bisschen trauern. Spenden Sie jetzt Trauern für Ferelden. Okay, ich komme hier unten immer noch nicht weiter. Da kann ich auch noch mit jemandem reden. Mit wem denn? Hallo? Kein Grund zur Beunruhigung. Ich bin's nur. Hi. Ich bin nicht beunruhigt. Es freut mich, euch zu sehen. Ich bin nicht hier, um Sentimentalitäten auszutauschen. Ich muss mit euch reden. Okay. Ich habe einen Plan. Einen Ausweg. Ein Schlupfloch. Okay, wie der wäre? Ich weiß, was geschieht, wenn der Erzdämon stirbt. Ich weiß, dass ein grauer Wächter sich opfern muss und dass ihr dieses Opfer sein sollt. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass das nicht so sein muss. Okay. Muss nicht so sein? Wie meint ihr das? Ich biete einen Ausweg an. Einen Ausweg für alle grauen Wächter. Es muss kein Opfer geben. Ein Ritual, begangen am Vorabend der Schlacht, im Dunkel der Nacht. Was ist das für ein Ritual? Es ist alte Magie, aus der Zeit vor der Gründung des Zirkels der Magie. Manche würden es Blutmagie nennen, aber das ist nur ein Name. Es gibt auf dieser Welt weit Schlimmeres zu fürchten als Namen. Und woher habt ihr das Ritual bekommen, Morrigan? Von Flemeth natürlich. Ich weiß schon seit einiger Zeit davon.
Ihr wusstet also von dem Opfer, noch bevor Riodrian mir davon erzählt hat. Ja, das hat sie ja gerade gesagt, okay. Alles hat seinen Preis. Mag sein. Aber dieser Preis muss nicht unbezahlbar sein. Zumal, wenn ihm ein großer Vorteil gegenübersteht. Ich bitte nur darum, dass ihr euch mein Angebot anhört. Sonst nicht. Okay, hören wir mal rein. Was ist euer Plan? Ich schlage Folgendes vor. Teilt das Lager mit mir, hier und jetzt. Und daraus wird ein Kind entstehen. What? Das Kind wird die Verderbtheit in sich tragen. Und wenn der Erzdämon erschlagen ist, wird seine Essenz das Kind suchen wie ein Leuchtsignal. In diesem frühen Status kann das Kind die Essenz aufnehmen, ohne zu vergehen. Der Erzdämon bleibt vernichtet und kein grauer Wächter muss dafür sein Leben geben. Das Kind wird also zu Dunkler Mut, das ist ja egal, verstehe, und was habt ihr davon? Dafür empfange ich ein Kind, das mit der Seele eines alten Gottes geboren wird. Okay. Wenn das getan ist, darf ich mich entfernen. Und ihr werdet mir nicht folgen. Niemals. Ich kann das Kind so erziehen, wie ich es für richtig halte. Oh Gott, Flemeth. Woher wisst ihr überhaupt, wie es funktionieren wird? Das war der Plan meiner Mutter, als sie mich mit euch ziehen ließ. Sie hat mir das Ritual gegeben und mir gesagt, was ich tun soll. Das muss sie nicht mehr das tun. Das überrascht euch doch nicht, oder? Habt ihr euch nie gefragt, warum Flemeth euch das Leben gerettet hat? Das war der Grund. Okay. Entscheidend ist, dass ich euch das jetzt anbiete. Es wird funktionieren und euch das Leben retten. Das ist also der Grund, weshalb ihr so freundlich zu mir wart? Meine tatsächlichen Gefühle für euch waren nicht Teil des Plans. Aber meine Gefühle dürfen nicht meine Aufgabe beeinflussen. Das ist wichtig für mich. Dass dabei euer Leben gerettet wird, macht mich nur umso entschlossener. Okay. Bitte verschleiert nicht, worum es geht. Wenn ihr etwas für mich empfindet, akzeptiert einfach, dass dieser Umstand unsere Aufgabe ungemein erleichtert. Werde ich euch jemals wiedersehen? Nach dem Tod des Erzdämons? Nein, nein. Ihr werdet mich nie wiedersehen. Wenn ihr mein Angebot ablehnt, werde ich sofort gehen. Das ist der vorgeschriebene Lauf der Dinge. What? Du bist die stärkste Charakter, den ich habe. Das ist doch Quatsch. Also gut, ich bin eigentlich... Ich mach's einfach. Wartet, ich will mehr über das Kind erfahren. Wie ihr wünscht. Wird das Kind böse sein? Was wird aus ihm? Was ich will, ist die Essenz des alten Gottes, wie er früher war, und nicht die finsteren Mächte, die ihn vergiftet haben. Manche Dinge in dieser Welt verdienen es, erhalten zu werden. Denkt darüber, was ihr wollt. Es wird mein Kind sein, werde ich es hier sehen. Nein, niemals. Aber sonst verlange ich nichts dafür, dass ich euch von der Bürde befreie, die die grauen Wächter euch auferlegt haben. Was habt ihr mit dem Kind vor? Das möchte ich euch nicht sagen. Dem Kind passiert doch nichts, oder? Nach nur einer Nacht gibt es eigentlich noch gar kein Kind. Aber nein, ihm passiert nichts. Es wird nur verändert. Verstehe, reden wir nicht mehr über das Kind. Habt ihr euch entschieden? Oh Gott. Ihr glaubt doch nicht tatsächlich, dass ich das tun werde, oder? Bedenkt die Möglichkeit, dass Riordan den letzten Schlag nicht ausführen kann, so wie er es vorhat. Was dann? Lauft ihr dann weg? Soll Alistair, der künftige König von Ferelden, in die Bresche springen? Und was ist, wenn auch er nicht bis zum Erzdämon vordringt? Ich freue mich, dieses Angebot machen zu können, nachdem wir einander so viel bedeutet haben. Mit mir das Lager zu teilen, sollte kein allzu großes Opfer für euch sein, oder? Poppy oder nicht Poppy? Ja, komm, Poppy. Eine weise Entscheidung. Dann kommt. Wir werden diese letzte Nacht zu einem unvergesslichen Ereignis machen. Okay. Ich möchte das aber nicht sehen. Wie gesagt. Egal. Wir nehmen es, wie es kommt. Ich habe sehr ungesunde Füße. Muss ich gerade mal... Das letzte Mal. Bevor es hier losgeht. Mit der Verderbnis. Eigentlich will ich gar nicht. Ich robbe immer so zurück, weil ich Angst habe. Vor Morrigan. Unter anderem. Ja, ist klar.
Ja. Okay, haben wir das geschafft? Und wir haben einfach eine Idee. Zu überleben. Ah, Tag des Krieges. Bitch. Nicht rumrollen. Wer ist denn hier älter, könntest du mitlaufen, hä? Also. Hau rein, Alte. Bis zum nächsten Mal. Wir haben alle verfügbaren Kräfte gesammelt. Jawohl. Auf in die Schlacht, Gewaltmarsch. Die dunkle Horde wird vor uns in der Hauptstadt sein. Wir müssen Denerim also möglichst schnell erreichen. Das Leben unzähliger Seelen steht auf dem Spiel. Wir dürfen sie nicht. Die Zwerge haben die größte Armee, was zur Hölle? Ah, das sind die Magier. Ihr habt eine Armee um euch geschart als Ersatz für die Gefallenen in Ostergar, grauer Wächter. Beten wir, dass sie stark genug ist. Ach, guck mal, der ist ja jetzt nochmal noch. Hallo. Wir stehen Auge in Auge mit der Horde der dunklen Brut. Seht sie an mit festem Blick, aber fürchtet sie nicht. Der Mann, der hier neben mir steht, wurde in Ferelden geboren und steht heute im Rang eines Grauen Wächters. Er ist der Beweis, dass wir alle nach Ruhm und Ehre streben können. Er hat alle Widrigkeiten überlebt. Und ohne ihn wäre heute keiner von uns hier. Heute werden wir Denerim retten. Heute werden wir den Tod meines Bruders, eures Königs, sühnen. Für Kaelin. Aber vor allem werden wir den Grauen Wächtern heute zeigen, dass wir uns ihres Opfers voller Hochachtung erinnern. Für Ferelden! Für die Grauen Wächter! Attacke! Kann ich speichern vorher? Anscheinend nicht. Und tschüss. Ah. Normalerweise ist die ja gar nicht so stark, die dunkle Brottyp. Warum lässt ihr denn das Schild unten? Jawohl. Das gefällt ihm nicht, den Drachen. Genau, mäh die einfach weg. Den auch, zack. Okay, darf ich speichern? Ich denke nicht. Müssen wir das jetzt durchziehen bis zum Ende? Keine Ahnung. Ich hoffe, Morrigan ist noch dabei. Weil sonst wird es echt scheiße langsam. Darf ich speichern? Nein! Das ist schlecht. Achso, alles sind nur Verbündete, okay. Auch Morrigan selber kann hier nicht mehr richtig denken. Bam! Boah, die sind ja heftig schnell weg. Bäff! Natürlich. Ich glaube noch den. Oder je nach dem Alpha. Entschuldigen Sie! Können Sie bitte aufhören, hinter meinem Kollegen herzulaufen? Normalerweise müssten wir alle erledigen können. Mit lockerer Leichtigkeit. Jawohl, Alistair ist auch dabei.
Was will ich denn auf dieser Seite? Sehr gut gemacht. Links, rechts, kann auch geradeaus weiterlaufen. Ogryn, nein! Hilf dem doch mal! Pummelfee macht den auch alleine weiter. Dem ist auch alles scheißegal. Komm, stürz dich da in das Getümmel da. Komm ran! Mit euren kleinen Ärschen. Weg mit dir! Weg! Das sind doch immer auch schnell erledigt, die Typen. Oder? Ihr seid Witzfiguren. Macht euch vom... Kann ich den nicht einmal hauen, so wenn er vorbeiläuft oder so? Ach, die kämpfen schon wieder gegen Ogryn. Oder weiß ich nicht, wo die hinwollen. Baff! Natürlich. Weiß nicht, wo Alice dahin ist, vor allen Dingen. Die werden es wohl alleine hinkriegen. Genlock, Alpha, da ist Heilung. Also kann ich plündern sogar. Da hinten ist Beef. Morrigan macht aber schon. Ich denke, da wird auch Dings kämpfen. Wie heißt der hier? Unser Alistair. Alistair kämpft hier nicht. Ja, machen wir doch. Puff. Wir schlagen noch zu. Der läuft nur weg. Der ist unsterblich. Nein. Nein, doch nicht. Stem haut nur die Faust zu, was? Los geht's. Ist es gerade so ein bisschen einseitig? Darf ich jetzt speichern? Dankeschön. Und damit beenden wir diese Folge von Dragon Age Origins. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht auch beim letzten Mal. Wer weiß das schon. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin.